Kid? Niemand in Hill Valley legt sich mit den Tenants an. Marty, einsteigen! Diese Zeitachse wurde verändert! Kein Scherz! Getan haben, hat Kid Tennant vor seinem gerechten Urteil bewahrt. Und deswegen wütet die Tennants jetzt schon seit über 50 Jahren in Hill Valley. Meine Güte, sie haben die Spielhalle aufgeraubt. Wir müssen zu dem Tag zurückkehren, an dem Kid Tennant verhaftet werden sollte, herausfinden, was schiefgelaufen ist und es korrigieren. Sonst könntest du vor ihm in einer Stadt festsitzen, die den Tennants gehört. Das ist keine Option, doch vergessen Sie es. Von seiner Braut, einer Sängerin namens Trixie Trotter, verraten. Die scharfe Kleine, die gestern aus der Bar gekommen ist. Genau. Wenn sie das tut, dann müsste Tennant von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. Parker. Hey, glauben Sie, er ist mit meiner Freundin Jennifer Parker verwandt? Könnte sein. Heftig. Irgendwie haben wir die Geschichte so verändert, dass keines dieser Ereignisse stattfindet und deine Familie für Generationen dem Tennant-Clan ausgeliefert ist. Du musst zurück in Tennants Bar, herausfinden, was schiefgelaufen ist und für Kid Tennants Verhaftung sorgen. Kein Problem, Doc. Ich setze nur meinen Hut auf, dann bin ich bereit. Der Bart wirklich notwendig? Er ist unentbehrlich. Kid darf nicht wissen, dass du der Störenfried bist, der vor 2 Monaten verhinderte, dass er mich kalt macht. Sicher, dass sie nicht mitkommen können? Das wäre viel zu gefährlich. Du bist unauffällig und kannst dich leicht tarnen. Mein sehr markantes Gesicht dagegen war seit meiner waghalsigen Flucht vor der Polizei und den Gangstern in jeder Zeitung, von hier bis Reno. Unauffällig? Ich finde schon einen sicheren Unterschlupf. Dieser Absteiger liegt sicher im Budget. Dort findest du mich, wenn du Hilfe brauchst. Entschuldigen Sie mich, Sir. Aus Ihrer Kleidung und Ihrer allgemeinen Zwielichtigkeit kann ich entnehmen, dass Sie wohl auf dem Weg zu Tennants Bar sind, richtig? Ja. Kennen Sie den Weg? Geradeaus. Immer geradeaus. Der letzte Laden vor dem Inferno. Leider habe ich nicht die Macht, Sie aufzuhalten. Aber ich bitte Sie, noch einen Augenblick zu bleiben und sich mein Lied anzuhören. Mi-mi-mi-mi-mi. Bitte, lieber Trinker. Lass doch deine Flasche stehen. Dein Schutzengel warnt dich. Was in Gottes Namen? Tut mir leid, Miss Brickland. Nur ein Prototyp, der für einen Moment nicht richtig funktioniert hat. Mr. Brown, warum ist ein Hund in diesem Fahrzeug? Warum? Zum Wohle der Menschheit natürlich. Hallo, Mike. Mike? Mr. Corleone, was soll diese Aufmachung? Das ist nur mein neuer Look. Ich will beweisen, dass man sich wie ein Gangster kleiden kann, ohne ein Gangster zu sein. Spannend. Ich brauche unbedingt ein exklusives Interview. Doch jetzt muss ich ein paar Seelen retten. Und du musst einen Blick auf mein neuestes Experiment werfen. Du bist nicht sauer wegen des Raketenbohrers? Schwamm drüber. Ich bin zu größeren Dingen übergegangen. Komm bei Gelegenheit am Pavillon vorbei. Ich bereite alles vor. Du glaubst nicht, was Heidi und ich alles geplant haben.
Berühmte letzte Worte. Na gut, wo war jetzt diese Bar? Mike, gerade rechtzeitig. Hier, halt das. Wie ist es dir ergangen, Emmett? Ich habe dich seit Monaten nicht gesehen. Großartig. Und alles nur dank dir. Wirklich? Ja, der Streit mit meinem Vater während unseres Raketenbohrer-Experiments hat mir endlich den Anstoß gegeben, beim Gericht zu kündigen. Jetzt kann ich mein Leben der Wissenschaft widmen. Na dann, danke, dass du auf Einstein aufgepasst hast, als ich weg war. Es war mir ein Vergnügen. Er war eine sehr bereitwillige Testperson. Beinahe, als hätte er schon Jahre mit mir zusammengearbeitet. Ja, Jahrzehnte. Was hat es mit dem kleinen Auto und der Ausrüstung auf sich? Einstein und ich machen ein paar Experimente mit diesem maßstabsgetreuen Modell, um bis zur Hill Valley Expo in einigen Monaten die letzten Fehler zu beheben. Ein ferngesteuertes Auto? Nein, eigentlich doch, aber es wird viel mehr sein als das. Die Welt wird darüber staunen. Aha, ich hab's! Was? Ich zeig es dir. Bist du startklar, Einstein? Sieh her! Nicht zu mir, zum Auto! Zum Auto! Pro Stunde erreichen, wirst du deinen Augen nicht trauen. Einstein, ich bin da aus. Keine Panik, ich habe irgendwo einen todsicheren Ausbruch. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Sicher? Mal sehen, ob ich etwas Hilfreiches finde. Oder jemanden. Hey Doc, wie ist das Zimmer? Ein bisschen sauberer, als man es von so einer Absteige mitten in der Depression erwarten würde. Wie laufen die Ermittlungen? Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend Ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts. Solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja, gerade experimentiert mein jüngeres Ich da unten mit Raketenantriebssystemen herum, die er dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang deiner Karriere als Wissenschaftler. Genau, jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Idee. Und ich werde bald herausfinden, dass sie nie funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel hier. Wieso? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Erinnerst du dich an die Szene, in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe. Ich bin bei Trixie noch nicht wirklich weitergekommen. Dann komm wieder her und fang an. Wenn sie Kit heute Abend nicht verpfeift, wird er vielleicht nie verhaftet. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Aini ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Versuchen Sie nicht aufzufallen, Doc. Ich bin bald zurück. Ich behalte deinen Großvater im Auge.
Keine Sorge, Emmett. Ich bin mir sicher, du kriegst es noch hin. Oh, darum mache ich mir keine Sorgen. Einstein ist das größere Problem. Was ist mit deinem Raketenauto schiefgelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Sobald wir Einstein darunter geholt haben, suche ich es. Warum machst du nicht mal einen Moment Pause? Du könntest dir einen Film ansehen oder so etwas. Danke für das Angebot, Mike. Aber sobald Emmett Lathrop Brown sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihn nichts mehr davon abbringen. Und momentan habe ich mir in den Kopf gesetzt, deinen Hund zu retten. Warum gehst du nicht dein Auto suchen? Und lassen Einie auf dem Dach sitzen? Niemals. Hunde sind viel wichtiger als so ein blödes Raketenauto. Besonders eins, das nicht funktioniert. Was läuft zwischen dir und Edna? Vor ein paar Monaten hätte ich schwören können, dass sie dir schöne Augen macht. Das war, bevor mein Vater ihren Finger vom Fuselverband rausgeworfen hat. Jetzt lässt sie keine Gelegenheit aus, über mich und meine Arbeit herzuziehen. Das ist wirklich nervig. Weißt du etwas über Officer Danny Parker? Pa sagt, er ist ein guter Kopf, wenn er nicht trinkt. Gut. Natürlich, er trinkt in letzter Zeit scheinbar ständig. Weißt du etwas über Trixie Trotter? Der Singvogel aus den Sierras? Die Nachtigall des Nords? Das Flittchen der Foothills? Nie von ihr gehört. Und ich bin auch nie in Tennants Bar geschlichen, um ihr zuzuhören. Hast du schon den Frankenstein-Film gesehen? Ich habe gehört, er ist sehr inspirierend. Noch nicht. Ich war so mit meinem Raketenauto beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte. Aber ich will heute Abend reingehen. Zumindest, wenn ich Einstein runterbekommen habe. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Tu das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Einstein runterbekomme. Nicht anfassen! Sie sind sehr empfindlich! Entschuldigung. Nicht anfassen! Sie sind sehr empfindlich! Entschuldigung. Ist heute schon geschlossen. Gut, dass ich nicht dringend eine Glückwunschkarte brauche. Hey, Edna. Mr. Crockett, was kann ich für Sie tun? Hey. Ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Das kann ich ihr nicht sagen. Er könnte Probleme bekommen. Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Auf den Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist das auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care. What people think of you. Of goals that you could name. Reclaiming your good name is what you ought to do. You should care. You should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care. Sehr schön. Finden Sie wirklich? Ja, es ist ein richtiger Ohrwurm. Ehrlich, man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Was ist mit Ihnen und Emmett? Das letzte Mal, als ich Sie gesehen habe, schienen Sie an ihm interessiert. Es war, bevor ich viel zu spät erkannt habe, dass die Einladung an den Finger vom Fuselverband ein Vorwand war, um fässerweise Fusel in dieses sogenannte Labor zu bekommen. Das tut mir leid.
Und jetzt bringt er mich durch seine bloße Anwesenheit dazu, seine philosophischen und intellektuellen Grundgerüste mit allen sprachlichen Mitteln anzugreifen. Sie gehen also nicht miteinander aus? Wir? Der bloße Gedanke an ein romantisches Verhältnis mit diesem Technikanarchisten ist schon absurd. Gut. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Nicht anfassen! Sie sind sehr empfindlich! Entschuldigung. Ich sollte nicht mehr auf dem Rathausplatz rumlungern, sondern die illegale Bar ansteuern. Wer schickt dich? Dichter Nebel. Was hast du für mich mit? Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Igitt? Kisten mit Kohl. Ist wohl für die Suppe. Wer sagt, ich lass dich rein? Könntest du das wiederholen? Wer sagt, ich lass dich rein? Bruce Springsteen? Zieh Leine, Würstchen. Wer starb und machte dich zum Boss? Joe Piscopo? Wer erzählte dir von diesem Ort? Orthopäden aus dieser Gegend. Was ist die eigentliche Idee? Desaster zu verhindern. Ach, beruhig dich, mein Lieber. Warum ruhst du dich nicht einen Moment draußen aus? Ausgeschlafen bin ich heute wirklich nicht. Wer hat gesagt, das wäre hier? Mentale Eingebung? Hausieren verboten. Hausieren verboten. Tendenziell ist das auch eine gute Regel. Wer hat bei euch das Sagen? Das Sagen? Genannt wurde mir sein Name nicht. Echt? Ist er so groß, wie er im Fernsehen aussieht? Wie im Fernsehen? Situiert ist er jedenfalls recht gut. Wer hat gesagt, das wäre hier? Hieronymus Bosch? Was tust du bei einem Überfall? Fallgesetze überprüfen? Wo wohnst du denn? Denver. Willkommen bei El Kid.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen wieder einmal die heißeste Nummer auf dieser Seite der Rockies zu präsentieren. Und wenn ich sage ein Vergnügen, dann wissen Sie schon, was ich meine, oder? Ein großes, L-Kid-mäßiges Willkommen für die eine, die einzige, Trixie Trotter. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. Aus dem Weg, Kleiner, ich muss meine Sorgen ertränken. I am my own superintendent, my star is on the ascendant. That's why I don't care, I don't care. I don't care what people think of me. I'm happy-go-lucky and say I am plucky, so jolly and carefree. I don't care. Ich sollte sie nicht beim Singen stören. I don't care if I do get the mean and stony stare. Hey, hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. It won't be distressful, 'cause I don't care. Hey, ich kenn dich, du bist... Parker, Officer Danny Parker, Polizei von Hill Valley. Kennen wir uns irgendwo hier? Nein. Setz dich hin, Fremder. Ich geb dir einen aus. Wie ich höre, hast du Probleme. Probleme? Kumpel, niemand hat solche Probleme wie ich. Willst du darüber reden? Ich will. Oder? Ja. Hör zu. Alles begann, als dieses Auto... Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh, but honey, ain't we got fun? Woohoo! The rent's unpaid, ja, dear. Was ist nun mit dem Problem? Ach, ich will nicht in Selbstmitleid versinken. Ich will hier, um fröhlich zu sein. Halleluja! In the winter, in the summer, don't we have fun? Sollst du Ten nicht verhaften? Wofür? Wegen des Betreibens einer illegalen Bar zum Beispiel. Also, ich mag die Bar. Also, wenn ich ihn verhafte, muss ich auch dich, mich und alle anderen hier verhaften. Das ist zu viel Arbeit für einen einfachen Polizisten. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ich soll diesen Typen dazu bringen, Kid Tennant zu verhaften? Heute noch? Entschuldigung, aber sind Sie Trixie Trotter? Steht zumindest auf meiner Garderobentür. Würde es zumindest, wenn ich eine Garderobe hätte. Was macht so ein nettes Mädchen wie Sie bei einem Kerl wie Tennant? Ach, Kid ist nicht so schlimm. Man muss sich an ihn... Hey, Schätzchen, meinst du, du könntest deine Cancan-Nummer bringen? Die Kerle lieben es, dir dabei unter den... zu gucken. Wie du möchtest, Kid. Und gammel hier nicht rum. Fürs Shakern mit den Betrunkenen wirst du nicht bezahlt. Du bezahlst mich überhaupt nicht, Mistkerl. Worüber haben wir gerade gesprochen? Ich mag Ihre Stimme wirklich sehr. Danke. Du solltest mich mal hören, wenn es mir wieder besser geht. Sie sind krank? Ja, ich bin heiser. Deswegen lasse ich Q-Ball heute Abend so lange Soli spielen. Ich hatte mich schon gewundert. Sie sagten, Kid sei ein netter Kerl. Naja, schätze, er ist ein echt lausiger Freund. Doch solange meine Versicherung nicht greift, stecke ich hier fest. Versicherung? Ja, ich bin vielleicht nicht die Hellste. Aber auch ich weiß, dass man einen Widerling wie Kid nicht einfach verlässt, ohne eine Versicherung zu haben, die ihn daran hindert, völlig durchzudrehen. Kennen Sie Sister Christian? Ich singe keine religiösen Lieder. Ihr Lied scheint auf Officer Parker eine ziemlich starke Wirkung zu haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist schön, dass jemand mein musikalisches Talent zu schätzen weiß. Was hat es mit dieser Versicherung auf sich? Machst du Witze? Es gibt nur einen, dem ich hier vertraue. Aber ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Sie meinen nicht... Artie McFly. Artie McFly. Du kennst ihn? Nicht so gut, wie ich dachte. Bevor er verschwand, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Etikette, Philosophie, Buchhaltung.
Er ist ein echtes Universalgenie. Er hatte sogar eine Pfeife wie ein Professor. Verstehst du? Kann ich mir die ausleihen? Sicher. Ich habe seit Wochen heimlich an meiner Com von Kitlos-Karte gearbeitet. Aber Arti ist der Einzige, dem ich meine Arbeit zeige. Bei einem Irren wie Kit kann man nicht vorsichtig genug sein. Wie wär's mit Stairway to Heaven? Ich mache Populärmusik, Liner. Wenn du Kirchenmusik willst, geh in die Kirche. Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kit in der Hand? Streich das! Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur Mac FLY gesprochen habe. Wenn ich ein Treffen mit Arti arrangiere, können Sie dann Ihre Versicherung einsetzen? Sie einsetzen? Verdammt, wenn das rauskommt, könnte ich den Dreckskerl in den Knast bringen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Toi, toi, toi. Danke. Sie soll sich heute gegen Kit Tennen wenden? Okay, Doc, wenn Sie das sagen. To me, my melancholy baby, cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish fancy, maybe. You know, dear, Danny. That I'm in love with you. Every cloud. Nun, was die Probleme angeht. Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs, als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Tölpel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann, zu allem Überfluss, ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern zwei Weltraumautos auftaucht und ihn mir wegschnappt. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachte, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Betty verlassen hat. Sie glaubt, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit ihr. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Es gibt ein Geheimnis? Welches? Ich sollte es dir nicht erzählen. Wenn ich so traurig bin, kann ich nicht klar denken. Aber hör zu. Ja? Ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund. Dann bis später, Danny. Ich bin hier.